es kamen plötzlich Leute, die in der Tschechoslowakei, jetzt jetzt in der Tschechoslowakei, als Besatzer waren. Und auch Zivilangestellte, die zum Beispiel in Prag an deutschen Verwaltung überhaupt dann tätig waren, die kamen auch aus Dresden und von wo, überall aus dem damaligen sowjetisch besetzten Teil, Sachsen speziell. Jetzt wollten die wieder über die Grenze. Da aber die Grenze hier ja schon von Russen besetzt war, auf der einen Seite und auf der anderen Seite von den Tschechen, wussten die nicht, wie kommen die am besten jetzt rüber. Und ein ehemaliger Schuster, der früher schon vor der Heimholung des Sudetenlandes damals schon geschmuggelt hatte, der hat aber einen Fuß, konnte nicht mehr richtig laufen, besser gesagt. Und dieser hat die Leute mal rübergebracht über die Grenze. Der kannte die Schmuggelwege. Und er hat, weil er wusste, ich war mal schon ein paar Mal drüben, hat er mir gesagt: Willst du nicht das machen? Kannst doch was verdienen dabei. Ja, als Junger, da war er 14, 15 bald, habe ich gedacht: Mach's das. Und so hat er die Leute dann zu mir geschickt, hat mir noch einige Wege gezeigt und dann sagt er: Geht mal dahin. Aber meine Mutter, die wusste ja gar nicht, was ich machte. Man ist ja immer rumgelaufen in dem Alter, läuft man ja schon mal da draußen raus, will ja nicht mehr in der Wohnung oder im Zimmer bleiben. Meine Mutter musste auf den Dreijährigen immer noch aufpassen. Und dann hab ich die Leute rübergeschmuggelt und habe durch Bäche, mir selbst durchgerobbt durch Bäche. Die hatten noch kleine oder Koffer oder irgendwelche Dinge, die mussten ja mit rüber. Und habe die Leute bis zum Bahnhof meistenteils noch gebracht. Das sind wir in Bad Elster, der hat dann war Bahnhof, der ist 3 Kilometer vor dem Ort. Und dann musste er natürlich wieder zurück. Und da kriegte ich D-Mark oder auch Tschechenkronen, die Leute noch schon hatten, drückte man uns in der Hand und dachte: Schönen Dank. So. Und so seht mal zu, dass ihr wieder zurückkommt. Und so habe ich dann wirklich Geld verdient, was uns später nochmal geholfen hat. Und da habe ich also wirklich, ich hab viele Menschen rübergebracht und meine Mutter hat das wesentlich, als wir schon nicht mehr dort wohnten oder dort waren, hat das erstmal erfahren, was ich da gemacht habe. Wo sind die rübergebracht worden? Nach Sachsen Nach oder wo? Sachsen. Und die tschechischen Kronen, die hatten ja eine ganz besondere Bedeutung für Sie als Deutscher in Tschechoslowakei. Können Sie das nochmal sagen, was das für Sie bedeutete als Deutscher, jetzt dieses Geld in der Hand zu haben? Ja, wir konnten schon mal etwas wenigstens kaufen für das Geld, denn es gab ja, wer Rentner oder Pension und so weiter, die zahlte der Tscheche ja nicht aus. Wir waren ja praktisch, oder Gehälter oder Löhne, die waren ja in Deutschland, waren die zunächst, konnten wir das überall abheben. Aber als plötzlich ja die Tschechei wie das übernahm oder die Tschechen das übernahmen, gab es ja kein Geld mehr. Also wir waren ja total finanziell, hatten im Wahl nichts. Wir kriegten Lebensmittel sowieso nicht, wir kriegten auch keine Lebensmittelmarken mehr oder sonst dergleichen nichts, die vorher gab. Wir mussten sehen, wie wir jetzt weiterkommen.